So, hier geht es um die Serienparallelwandlung. Das heißt, ich habe vorliegen hier eine solche Schaltung R und JX mit dem Blindwiderstand X. Ja, und das ist irgendwie ein bisschen ungeschickt. Damit kann ich nicht gut arbeiten, aus irgendeinem Grund. Und was ich eigentlich haben möchte, ist so etwas hier. Mit einem Wirkleitwert G und einem Blindleitwert B, angegeben mit JB natürlich. So, das kann sein, dass das durchaus mal in einer Schaltung vorteilhaft ist oder dass ich eine Schaltung so hier vorliegen habe, aber ersetzen möchte durch Bauelemente, die ich so vorfinde, wie auch immer. Jedenfalls möchte ich wissen, wie groß muss G sein, wie groß muss B bzw. JB sein, wenn ich das auf der linken Seite gegeben habe, habe natürlich hier die Insgesamtimpedanz Z gleich R plus JX an dieser Stelle und das überführe ich in Y gleich 1 durch R plus JX. Das ist nichts weiter als das Ganze invertiert und die Rechenvorschrift angewandt. Erweitere da dieses Konjugate-Komplex durch R² plus X² und teile es auf. Minus J X durch R² plus X² und identifiziere, was hier was ist. G plus J B. Das kann ich jetzt noch bunt machen, schön. So. Die Realteile sind eben genau das hier und die Imaginärteile sind, hier muss ich das Minus dazu nehmen, diese Geschichte. So, was ist wichtig? Die Art bleibt natürlich erhalten. Alles andere wäre natürlich auch verwunderlich. Also das, was vorher induktiv war, ist auch hinterher induktiv. Das, was vorher kapazitiv war, ist auch hinterher kapazitiv. Also Art bleibt erhalten. X größer 0 induktiv wird zu B kleiner 0, was eben auch induktiv ist. Und umgekehrt. Den Rest schreibe ich da nicht hin. Wichtig ist hervorzuheben, dass das alles hier nur bei genau einem Frequenzpunkt gilt bei echten Elementen nur bei genau einem Frequenzpunkt. Das verdeutliche ich nochmal mit einem Beispiel. Naja, Beispiel, also es bleiben immer noch Buchstaben, es werden immer noch keine Zahlen. Und zwar nehme ich mal eine Spule. Machen wir mal hier. Spule. R plus J Omega L ist gleich das Z. Ja, und wenn ich das jetzt ersetze, dann wird das Ganze natürlich zu einem G gleich R durch R² plus Omega Quadrat L Quadrat und einem B gleich minus Omega L durch R Quadrat plus Omega Quadrat L Quadrat. Und da sieht man schon, weder ist das hier ein echter ohmscher frequenzunabhängiger Wirkleitwert, noch ist das hier ein echter Blindleitwert von der Spule oder von einem Kondensator. Dazu sind viel zu viele Omegas hier verteilt. Also das hier ist ungleich 1 durch R, das ist es nämlich eben nicht. Und das hier ist auch kein Omega L, Quatsch, kein Omega C oder kein minus 1 durch Omega L. So, ich kann natürlich versuchen, hier irgendwas zu nähern. Wenn ich jetzt zum Beispiel mal sage, was passiert, wenn Omega sehr klein ist, Omega gegen 0. Nun, dann wird das hier ganz, ganz klein und dann passiert es tatsächlich, dass G gegen 1 durch R geht und bei B passiert was Ähnliches. B geht gegen
minus Omega mal L durch R Quadrat. Und das ist Phi negative Kapazität. Bisschen komisch, aber so verhält es sich in etwa. Mal abstreichen. Ich kann es auch sehr groß machen. Das Omega wird geht gegen unendlich, wird sehr groß. Dann geht hier das G gegen R durch Omega Quadrat L Quadrat, wird also im Verhältnis immer sehr, sehr, sehr viel kleiner, wenn Sie so wollen. Ja, der Leitwert wird kleiner, das heißt, es wird immer unbedeutender, es geht wesentlich weniger nebenher und das B hier wird dann tatsächlich, wenn ich das sehr groß werden lasse, minus 1 durch Omega L. Also wie Verhalten, wie Induktivität. So, gucken wir uns noch eine Kapazität an. Hier, oder ein Kondensator. Auch in Reihe geschaltet, also R minus J durch Omega C. Typischerweise mache ich das ja nicht so, sagte ich ja schon. Ich habe es hier trotzdem mal so angesetzt mit dem Minuszeichen, damit man eben ganz klar sieht hier, was der negative Anteil ist und was tatsächlich hier das X ist, nämlich minus X ist minus 1 durch Omega C. Und wir kriegen dann raus, dass das G hier gleich, naja, das ist 1 durch Omega C, 1 durch Omega Quadrat C Quadrat, das bringe ich gleich nach oben, das macht es mir etwas einfacher, R mal Omega Quadrat C Quadrat durch 1 plus Omega Quadrat R Quadrat C Quadrat. So, und der Blindleitwert wird, da oben steht, würde stehen 1 durch Omega C, unten steht auch 1 durch Omega Quadrat C Quadrat. Ich bringe das wieder nach oben. Hier, dann haben wir hier stehen das bekannte Omega C durch 1 plus Omega Quadrat R Quadrat C Quadrat. Und wir sehen natürlich, dass das größer als 0 ist, dass es also tatsächlich eine Kapazität ist. Auch hiermit kann man jetzt nicht so richtig wirklich viel anfangen, denn das ist nicht eine reine Kapazität und das ist nicht ein reiner, das ist zwar ein reiner Wirkleitwert, aber der hat natürlich eine frequenzabhängige Komponenten hier drin, beide. Und die Werte hier ändern sich anders als ideale Elemente, ideale Widerstände oder Kapazitäten, Induktivitäten das tun würden. So, wir gucken aber mal, was passiert, wenn ich Omega gegen 0 gehen lasse. Und wenn ich das hier mache, dann kriege ich hier raus, dass G gegen R Omega Quadrat C Quadrat geht. Das wird halt irgendwas, ein frequenzabhängiger Leitwert. B aber geht gegen, das wird sehr, sehr, sehr klein und das da oben wird auch klein, aber da unten bleibt wie 1 stehen, geht eben auf Omega C und das ist eben die Cap. Und ich mache das Omega wieder groß. Wenn ich das Omega groß mache, dann fällt hier eine ganze Menge weg, nämlich Omega Quadrat mit Omega Quadrat, C Quadrat mit C Quadrat und ein R mit einem anderen R hier unten. Also wird das Ganze hier auf 1 durch R gehen. Das ist ein schöner Leitwert, wie wir ihn gerne hätten. Aber der Preis, den wir dafür zahlen, ist, dass der Blindleitwert eben genau das nicht tut. Wenn das hier groß wird, dann gehen hier W1 durch Omega R Quadrat C stehen. Und das ist eben eine, verhält sich letztlich wie eine negative Induktivität. So, ich markiere nochmal hier die Dinge, die uns gefallen wahrscheinlich. Das ist das hier sicherlich, das ist der da, das ist der, den kennen wir und das ist der. Das sind Spezialfälle, die in gewissen Situationen hier auftauchen.